Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute werde ich etwas machen, was mir wirklich wahnsinnig schwer fällt, aber es geht leider nicht anders, weil das Spiel mich da extremst blockiert. Und zwar haben wir ja die Lagererweiterung hinten mit dieser Prahlbox. Die können wir aber nur bis zum dritten Level im Endeffekt machen, sodass wir drei Basen bauen können. Also nicht drittes Level, aber nur, dass wir drei Basen bauen können. Ich habe allerdings jetzt alles ein bisschen umgestellt, habe eine zweite Base aufgebaut und müsste dann entsprechend eins auf jeden Fall abreißen. Das heißt, ich werde mit euch einen ganz kurzen Rundgang sozusagen durch meine ja, aktuelle alte Base machen. Und entsprechend dann mir die anderen Stellen auch nochmal anschauen mit euch, sodass ihr sehen könnt, was sich hier verändert hat. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, das hier ist meine allererste Base gewesen. Auf meinem privaten Speicherstand. Hier ist alles drin, was man braucht. Also hier oben habe ich eine Anubis-Statue hingestellt. Ansonsten habe ich hier alles mit Holz ausgebaut, habe schon angefangen, das Ganze mit Stein auszubauen. Ich bin ganz ehrlich, Angriffe können mir nicht wirklich viel, weil die Prahls direkt hingelaufen sind, sobald einer angegriffen hat und ja, quasi alles plattgewalzt haben. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich bin Level 50. Entsprechend dauert es auch etwas länger, bis mich Angriffe dann wirklich oder bis Angriffe wirklich meine Basis beschädigen können. Dann habe ich hier alte Sphärenbänke. Man sieht es ja eigentlich in erster Linie daran, dass die alten so verrostet sind. Die Stromzufuhr zu allen ist an. Also das ist alles noch selbstversorgend, sage ich jetzt mal hier drin. Ich habe hier mehrere dieser ja für mich alten Vorrichtungen gemacht. Wenn man jetzt hier zum Beispiel reingeht, da hat man eigentlich recht wenig Platz. Wenn man jetzt aber zum Beispiel hier an diese Boxen geht, an diese Stahltruhen, dann hat man bis auf zwei Plätze genauso viel Platz, wie man auch sonst hätte mit seinem normalen Inventar. Und ich bin ganz ehrlich, in der neuen Base würde ich nichts anderes mehr bauen, außer das hier, es sei denn, es ist halt eben dekorativ. Ich habe hier meinen Brutkasten, ich habe da hinten meine Zuchtstation aufgebaut. Ja, alles, was man braucht, diverse Kisten mal zwischendurch aufgebaut. Den Zerkleinerer, verschiedene Öfen, da fällt mir auf, hier ist auch noch Holzkohle drin. Dann den Waffentisch, den müsste ich dann allerdings drüben nochmal aufbauen. Nee, müsste ich nicht aufbauen, weil es ist die alte Waffenwerkbank. Und am Fließband kann man wesentlich mehr bauen als in dieser Werkbank. Das heißt, die brauche ich im Prinzip auch nicht mehr, weil ich ja überall schon das Maximum im Endeffekt gebaut habe. Genauso wie mit diesen alten Ofen. Da hinten in der Ecke hatte ich noch die letzte Variante stehen. Die habe ich aber schon in die neue Base mitgenommen. Hiervon die neue Variante steht schon drüben. Hallo Kuh, warum läufst du jetzt hier mitten rum? Hast du nichts zu tun oder was? Das Ding müsste ich da drüben auch nochmal aufbauen. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Aufsichtskanzel. Die müsste ich dann in einem neuen auch nochmal aufbauen. Ich habe dort die verbesserte Version hier, um Medizin herzustellen. Hallöchen, was ist denn heute eigentlich los? Kaum läuft mal einmal die Kamera und schon laufen mir die ganzen Pals über den Weg, oder was? Ihr habt alle eine Aufgabe. Bleibt doch mal an eurer Basis stehen. Ja, wie gesagt, das war meine erste Basis. Das heißt, ich habe dann hier auch die verschiedenen Stufen der Handwerkstische stehen und dann eben später die Fließbänder. Ich habe hier sogar noch verschiedene Stufen zum Kochen stehen und alles. Also ich müsste das alles leer machen und mühsam nach drüben rüberziehen. Das werde ich dann insofern machen, dass ich mich, glaube ich, heillos überlade und dann mit einer mega langsamen Geschwindigkeit zur Prahlbox schleichen werde und dementsprechend dann in die neue Base gehen werde. Ihr seht hier auch noch, ich habe hier überall noch diese in Anführungszeichen lausigen alten Bettchen stehen. Ein paar von den neueren hatte ich zwischendurch mal gebaut. Naja gut, und dann ist da oben natürlich, sind dann auch noch mal die Luxusbetten sozusagen für Prahls sind ja auch drin. Das ist übrigens gut, wenn ich die jetzt abbaue, dann kann ich mir direkt entsprechend nochmal fünf neue Betten in die neue Base reinstellen. Das ist natürlich sehr clever. Dann habe ich hier entsprechend auch eine Farm fürs Essen, also Weizenfarm, Tomatenfarm. Von den Beeren habe ich insgesamt vier
4 Stück hier drin. Ich habe so diverse passive Teile gemacht, die irgendwie immer von den Pals genutzt werden, um ein Päuschen zu machen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Dann habe ich hier verschiedene, ich weiß gerade nicht, wie die Dinger heißen. Also hier, dass man sich unendlich Holz machen kann. Oh, das ist schon voll, sehe ich gerade. Und dass man sich unendlich Stein machen kann. Hier haben sie fleißig gearbeitet und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich gar nicht mehr in dieser Basis war. Schande über mein Haupt. Ja, jetzt verstehe ich zumindest, warum die ganzen Pals hier nichts zu tun haben und einfach nur blöd in der Gegend rumlaufen. Außer die, die am Farmen sind. Ja, hier ist meine kleine Farm. Ich habe in der neuen Base sogar 3, glaube ich, davon aufgestellt, weil ich halt mehr brauche. Hier können sich die ganzen Pals entspannen. Ich denke mal, da werde ich auch 2 von dann in der neuen Base aufstellen. Ich denke, dass der schläft. Ich hoffe nicht, dass er gestorben ist, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ja, und das war es dann im Prinzip auch schon mit dieser... Ah, nee, das war es nicht ganz mit dieser Base, weil da hinten kann man noch Mehl machen. Hier in dem... Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen. Ich habe ein Bett hingestellt, sinnigerweise falsch rum, obwohl es eigentlich beim Aufstellen richtig rum aussah. Und hier habe ich dann nochmal ein Fließbandwerk 2. Das habe ich jetzt mühsam in der anderen Base aufgebaut. Hätte ich theoretisch rüberziehen können, habe mir aber gedacht, naja gut, ich baue da alles nochmal neu auf. Aber ich muss, glaube ich, noch ein Fließband aufbauen. Das dritte, was wir generell insgesamt noch machen können. Dementsprechend wäre es gut, wenn ich dafür auch noch was habe. Hier dieses normale Fließband. Nee, Gegenstände und Rüstung. Das habe ich auf jeden Fall schon in dem neuen drin. Die Waffenfließbank. Fließbankwerk. So, das muss ich auf jeden Fall noch drüben neu aufbauen. Wenn ich dann das hier abreiße, dann ja, werde ich auf jeden Fall die Ressourcen dazu haben. So, und zwar werde ich das Ganze machen. Also dieses Video ist quasi nur für euch mal zum Zeigen und für mich zur Erinnerung, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, diese Stelle hier ist wunderschön. Da hinten ist überall schönes Wasser, es ist viel Grün hier in der Gegend. Auch so ein bisschen alte Ruinen, das finde ich optisch auch sehr, sehr schön. Und man hat ja einfach alles im Endeffekt in der Nähe. Also das ist jetzt hier unten noch recht im Startergebiet. Hier unten ungefähr startet man ja in der Regel. Oder sollte man starten, man kann sich auch einen anderen Punkt aussuchen. Dann sind wir hier runtergelaufen. Hier ist die Base vom Let's Play ungefähr. Beziehungsweise, nee, hier ungefähr ist die Base. Da ist auch nochmal eine sehr schöne Base. Ein bisschen kleiner, aber auch nochmal schön am Wasser mit Wasserfall. Und da bin ich dann im Endeffekt hier so runtergelaufen und genau hier bei diesen Koordinaten unten 103 und minus 447, da ist jetzt das aktuelle Lager. Ich habe allerdings das folgende Problem. Und zwar habe ich mir so verschiedene Stellen hier markiert, wo es hieß, dass es schön ist, da eine Basis hinzumachen, dass da vielleicht auch gute Rohstoffe sind oder so oder vieles gut erreichbar ist. Vieles, was ich mir angeguckt hatte von Videos, war für mich persönlich komplett unbrauchbar. Also da geht es dann sehr darum, dass man sich verteidigen kann. Aber da ich ja Level 50 bin, ich behaupte mal, ich verteidige mich gegen alles. Hier oben ist nochmal eine sehr gute Stelle, wo auch nochmal gute Erzvorkommen gewesen sind und direkt ein Baum nochmal in der Nähe ist, wo man Attacken mitlernen kann. Aber ich habe beispielsweise... Und dazu muss ich dann direkt mal woanders hinschauen, weil ich das nämlich gerade erst umgebaut habe. Ich habe hier bei den Koordinaten 185 und minus 42 mein Lager mittlerweile hingebaut. Das war vorher bei uns hier in der Nähe. Ich kann es jetzt auf der Karte nicht mehr so genau sagen. Ich glaube ungefähr hier, meine ich, ist das gewesen. Das ist das, wo wir im Let's Play normalerweise gewesen sind. Beziehungsweise jetzt aktuell immer noch sind. Von dort aus, also diese Stelle hier ungefähr, habe ich das Ganze nach hier oben gebaut. In Grünbach. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Mit dem Bauen hatte ich so ein paar Probleme, aber die Pals kamen zumindest bisher immer noch überall recht gut hin. Weil hier sind sehr, sehr, sehr viele Ressourcen. Ja. Ich zeige euch das Ganze mal eben von ein bisschen oben, wenn denn alle gerade da sind natürlich. Wir haben hier hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erzvorkommen, allein auf dieser Seite. Und hier haben wir nochmal
Eins, zwei, drei, vier, fünf und hier wäre noch eins. Also sechs Steinkohlevorkommen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ihr seht schon, ich habe das Ganze so verfeinert, dass diese Base sich quasi selbstständig am Leben hält. Also bis auf da hinten der Pral, der irgendwie gerne mal so ein bisschen da hinten rumbackt, warum auch immer. Der mag scheinbar das Erz nicht so gerne. Sind die sich alle selbst am Versorgen. Also wir haben hier eine Vorrichtung, dass die sich mehr oder weniger unendlich viel Stein holen können. Da, dass die sich unendlich viel Holz holen können. Dann habe ich hier zwei oder ich meine sogar drei, nee, ich glaube es sind aktuell nur noch zwei, von Wooly Pops reingemacht. Die bringen mir Zuckerwatte und wenn meine Pals denn ja, ein bisschen fleißiger wären, beziehungsweise ich muss die nochmal ersetzen gegen andere Pals, weil die Katze jetzt nicht so schnell und so gut ist, sage ich jetzt mal in dem, was sie tut. Ich werde hier wohl einen Anubis mal reinsetzen, denke ich mal. Der ist sehr, sehr schnell. Dann sind auf jeden Fall auch immer genügend Zuckerwattestücke da, weil man sieht schon, er transportiert das jetzt eben, das Kativa, hier unten in meine Futterbox und da fressen die das dann auch immer, bis auf das jetzt gerade ein Pal von mir zerstampft wird von einem anderen Pal. Aber gut, das sind so Bilder, die man halt tagtäglich sieht. Dann muss man die Pals begraben und einfach damit leben, dass sie vom Tod wieder auferstehen und danach wieder fleißig an die Arbeit gehen werden. Ja, bei mir habe ich es jetzt so gemacht, dass ich hier noch ein zerkleinerer hingestellt habe, damit ich hier auch direkt arbeiten kann. Hier sind jetzt allerdings nur die Standardbetten, aber bisher reicht das noch. Also ich habe, wie gesagt, die Zuckerwatte reingestellt, dass sie die essen können. Ich habe auch zusätzlich noch ein Bärenfeld oder zwei Bärenfelder. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hier reingemacht. Und wenn ich denn jemals wieder von meinem Flugpal runterkomme, dann kann ich euch das zeigen. Sehr schön, Dankeschön. Es sind zwei Bärenfelder. Das sind quasi so die Felder für den Notfall. Muss man aber nicht unbedingt machen. Ich habe jetzt hier alleine schon 422 Zuckerwatte drin. Ich muss das Ganze nochmal eben sortieren, damit die hier nicht wieder ablaufen. Ja, und die Bären werden halt automatisch dann auch aufgefüllt. Und ihr seht schon, da sind jede Menge Zuckerwatte noch drin, die dann noch rübergebracht werden müssen. Ich werde auf jeden Fall gleich offline dann nochmal einen Anubis hier reinstellen, damit der, ja, hier mal ein bisschen aufräumen kann. Ich habe hier einen Generator hingestellt und natürlich entsprechend auch ein Elektropal, womit ich dann hier mit dem besten Ofen alles machen kann. Also die kompletten Erzbarren kann ich herstellen. Paluminiumbarren, hochwertige Metallbarren, normale Metallbarren und Holzkohle kann ich damit halt eben auch herstellen. Und ja, die kann ich dann quasi hier direkt immer lagern oder in dem anderen Kasten. Und dementsprechend muss ich das Ganze dann natürlich nicht bei mir in der Basis machen. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach die Ressourcen mit zur Basis nehmen. Das ist halt egal, wie man das machen möchte. Man kann beides machen. Was mir persönlich auch wichtig war, eine Sache, glaube ich, wo erst so das mit dem einen... Ja, ich habe hier noch die Glocke für alle Fälle, falls ich die mal benutzen muss. Und ich wollte hier noch was hinstellen, damit ich schneller die Sachen hier sammeln. Das habe ich vergessen, stand über mein Haupt. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Hier ist noch was hingestellt worden, damit die Steine schneller abgebaut werden können. Mit dem hier kann man das Holz schneller abbauen. Und dementsprechend habe ich auch alles hier, falls ich mal irgendwas bauen sollte oder sonst was. Ja, wie gesagt, zum Tragen werde ich auf jeden Fall noch einen Anubis reinstellen. Ansonsten werde ich euch jetzt gleich mal meine neue Basis vorstellen. Dann werden wir uns jetzt zur neuen Basis begeben. Und zwar ist die genau hier auf minus 316 und minus 14. Und so sieht diese Basis aus. Hin und wieder passiert es schon mal, dass ich hier angegriffen werde. Ganz am Anfang haben hier immer zwei Mammuts drin gespawnt und hin und wieder sind hier mal drei Wölfe drin, wobei die ganz schnell platt gemacht werden. Was ein bisschen nerviger ist, das sind die Wilderer, die dann plötzlich hier auftauchen, weil man erstmal rumlaufen muss und die tatsächlich anschießen muss, bis die dann weg sind. Und da macht sich gerade ein Relaxus bei mir breit, was, soweit ich mich erinnern kann, nicht von mir gewesen ist. Nein, es ist nicht von mir. Warum es hier mitten in meiner Basis steht und da offensichtlich gerade am Ausruhen ist, weiß ich nicht so genau. Aber das passiert halt zwischendurch schon mal.
Wenn ihr wisst, warum die einfach so in der Basis spawnen, sagt es mir gerne. Ich habe die Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass dieser Bereich hier nicht ganz ausgefüllt ist. Dass ich da vielleicht, keine Ahnung, Steine oder Felder noch bauen sollte. Und dass das dann diesen Spawn mitten in der Basis verhindern würde. Aber so sieht das Ganze aus. Also hier auf dem Dach habe ich zwei Fließbänder hingebaut. Und zwar ist das einmal das Fließbandwerk 2. Damit kann man halt eben Werkzeug, Rüstungen und so weiter bauen. Und zwar alles, was man eben im Spiel braucht. Und die Palsphären Fließbandwerk 2. Damit kann man dann alle bis zu den großen legendären Sphären bauen. Und da bin ich jetzt gerade dran. Da habe ich jetzt gerade mit angefangen, die zu bauen. Hier unten drunter sieht im Moment noch nicht so schick aus, ist aber auch noch nicht so richtig designt, muss ich dazu sagen. Ist ein kleines Häuschen. Hier sind ein paar kleinere Betten drin. Ja, die sind noch vom Anfang, dass ich die hier aufgestellt habe. Hier ist eine kleine Werkbank drin zum Reparieren. Ein Bett, damit ich die Nacht überspringen kann. Und eine Kiste, wo ich dann so meinen alten Krempel mal reinmachen kann. Dann habe ich hier schon angefangen, so ein bisschen zumindest zu dekorieren. Hier kann ich dann meine Medizin drin machen. Ich werde hier wohl auch noch mal irgendwo dann die letzte Bank hinstellen für die Medizin. Ich fand nur die ehrlich gesagt ein bisschen schöner von der Optik her. Dann habe ich hier noch was, was das Ganze beschleunigt, wenn ich Medizin machen will. Ja, den Werkzeugkoffer habe ich natürlich auch drin. Überhaupt habe ich, glaube ich, die ganzen Beschleunigungen hier drin. Hier ist noch nicht allzu viel. Aber wie ich gerade sehe, ich hatte doch schon das Teil hier gebaut, womit man einstellen kann, wie hart die Pals arbeiten sollen. Also es sieht, wie gesagt, noch nicht dekoriert aus, aber es ist soweit alles vorhanden. Das ist meine Hauptkiste momentan. Da habe ich jetzt soweit einfach mal alles reingeschmissen, was ich so gefunden habe. Sortiert sieht es natürlich ein bisschen schöner aus. Und habe mal die Hälfte von meinen Sphären da reingetan, weil ich irgendwie viel zu schwer war. Können wir auch direkt schon mal ein paar Sachen wieder reinhauen, damit es mir wieder ein bisschen... Damit ich wieder ein bisschen leichter rumlaufen kann. Hier sind mehrere Felder. Im Endeffekt habe ich von jedem Feld eins gemacht. Einmal Weizen, einmal Tomaten hier vorne, einmal die Beeren, die ja eigentlich sowieso nicht so benutzt werden. Dann der Salat und hier vorne ist auch nochmal Weizen, weil ich halt viel Mehl brauche teilweise für die Kuchen, weil ich mir da einiges vorgenommen habe. Direkt daneben habe ich dann hier die Mühle hingebaut, womit man dann das Mehl erzeugen kann. Eine Zuchtstation steht hier vorne und mich greift hier gerade was an. Was direkt wieder platt ist, wie ihr seht. Also ich hätte mich dem Pal wohl nicht so schnell nähern sollen. Auf jeden Fall ist es jetzt kaputt. Ich habe hier gerade irgendwas bekommen und alle sind wieder am Essen. Keine Ahnung. Es ging jetzt alles so schnell. Hier habe ich dann einmal den großen Kühlschrank aufgebaut, wo dann ganz viele Sachen im Endeffekt reinpassen, wie zum Beispiel Salat und so. Falls ich die Sachen mal irgendwo brauche, dann kann ich mir die hier raus direkt wieder nehmen. Ja, sehr schön, wie ich fand, habe ich in diesem schrecklichen Gebilde, was man erstellen muss, damit man eine doppelstöckige Treppe bauen kann, habe ich dann hier dieses Silo reingestellt. Und hier werden jetzt gerade meine Barren gemacht, damit ich mir neue Sphären machen kann. In dem größten Hochofen hier. Dann sollen hier danach dann auch die Torten nochmal gemacht werden, damit ich dann entsprechend auch wieder weiter züchten kann. Der Generator wird halt immer aufgeladen. Und hier die Anubis-Statue, die habe ich dann auch hier noch reingestellt. Also es sieht vielleicht alles nicht mehr ganz so schön gebaut aus wie beim letzten Mal. Aber ich finde, dass es hier wesentlich besser auch läuft, muss ich dazu sagen. Hier habe ich dann noch was gestellt, damit die Bewässerung ja, schneller durchgeführt werden kann. Ich habe hier übrigens nur einen Futtertrog, weil ich mir habe sagen lassen, dass das besser ist und es auch selber gemerkt habe, muss ich dazu sagen. Und es ist mal wieder verbuggt, dass man hier nicht ran kann und F drücken kann. Also das ist manchmal sehr seltsam. Ja, es ist wieder der Stein gewesen. Ich weiß nicht, was das soll, aber der Stein macht irgendwie immer alles kaputt. Ja, hier habe ich dann auch entsprechend das Essen drin, wobei die sehr verfressen sind aktuell. Da kommt irgendwie keine Zuckerwatte mehr rein, habe ich so das Gefühl. Könnte daran liegen, weil meine Pals irgendwie plötzlich weg sind. Doch da hinten ist eins, das hat sich gerade schlafen gelegt. Ich hatte eigentlich zwei. Aber die hauen immer mal wieder gerne ab. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Die Betten hier, die sollen dann eigentlich auch noch weggestellt werden. Ich wollte da hinten das Ganze eigentlich in zwei Etagen machen.
Dummerweise gibt es keine Möglichkeit, eine Treppe dort zu bauen. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll, aber es wird einfach nicht vom System angenommen. Ich wollte eigentlich hier vorne so eine Treppe nach oben laufen lassen. Ich habe alles versucht. Ich habe Zwischensachen gebaut. Ich habe Fundamente genommen, habe hochgebaut. Ich wollte Decken haben zur Verlängerung. Alles drum und dran. Ich kann keine Treppe bauen. Ich kann noch nicht mal hier unten eine Treppe bauen. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, was daran verbuggt ist. Ich weiß nur, dass es mich sehr, sehr nervt. Da steht immer, kann nicht gebaut werden, da ein anderes Objekt oder eine Figur im Weg ist. Ich habe hier aber sonst nichts. Da habe ich mir gedacht, gut, da mache ich die halt in die Mitte. Aber wie ihr seht, es kommt immer der gleiche Quatsch. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich kann daneben stehen, also an mir liegt es nicht. Ich kann hier einfach nichts bauen. Ich habe es auch schon an der Seite probiert. Ich habe es da oben probiert. Es funktioniert einfach nicht. Ja, hier sollen dann nochmal die Betten alle komplett ausgetauscht werden, sodass wir dann hier 8 von den großen Betten drin stehen haben. Ich habe es auch extra in zweistöckiger Höhe hier gebaut, damit die großen Pals da auch gut reinkommen. Ja, und der Traum da oben dann nochmal eine Etage zu machen, den werde ich dann wohl erstmal begraben müssen, was ehrlich gesagt ein bisschen schade ist. Die Glocke ist da vorne auch nochmal. Ach ja, und ich habe hier ein Beet hingepflanzt. Das erhöht dann nochmal das Arbeitstempo beim Sammeln. Habe ich mir gedacht, das soll eigentlich dann auch erhöhen, dass die da hinten alle schön eingesammelt werden. Aber irgendwie haben die alle keine Lust, hier einzusammeln, habe ich so das Gefühl. Um das hier zu bauen, braucht ihr übrigens die hübschen Blumen. Das nur mal so am Rande. Und falls ihr das noch nicht wisst, diese hübschen Blumen könnt ihr hier in diesen Naturschutzgebieten erhalten. Das heißt, hier oben ist ein Naturschutzgebiet, hier unten ist ein Naturschutzgebiet. Und ich glaube, hier unten irgendwo war... Nein, Moment, hier oben ist das gewesen. Genau, hier. Da ist das dritte Naturschutzgebiet. Das muss ich allerdings noch freilegen. Und da könnt ihr dann einfach hinfliegen und euch diese Blumen hier farmen. Also ich habe nur 2 Naturschutzgebiete gebraucht, um die einzusammeln. Ein kleiner Tipp allerdings noch, vorsichtig, weil wenn ihr einen Fuß auf diese Naturschutzgebiete setzt, dann steht da, dass ihr eine Straftat begangen habt. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es hatte bisher keine negativen Einflüsse auf mich. Es kann aber sein, dass die Miliz euch dann angreift. Wenn ihr aber mit einem Flugpfeil darüber fliegt, ist das kein Problem. Dann sammelt ihr das schnell ein und dann könnt ihr auch wieder weiterziehen. Ja, hier dann nochmal die Beschleunigung, um das Holz abzufarmen. Hier ist dann nochmal eine Oase, wo die Pals sich ein bisschen ausruhen können. Hier hinten inklusive Kiste ist dann die, ja, ich sag mal, automatische Steinfarm. Ihr seht ja auch schon, dass da immer fleißig gesammelt wird. Hier ist dann die automatische Holzfarm, da gilt dann das Gleiche. Hier hinten habe ich dann nochmal den Zerkleinerer. Hier ist, nee, Moment, da spawnen immer wieder 2 Erze, die ich regelmäßig auch abbaue. Das ist einfach direkt nah an der Basis. Ich habe es jetzt nicht so weit hier reingesetzt, weil man hätte es natürlich auch ein bisschen weiter reinsetzen können, dass es automatisch abgebaut wird. Aber ich wollte das relativ mittig haben von meinem Gebiet her. Ja, und hier in den 3 Farmen, sage ich jetzt mal, da wird eigentlich Wolle produziert. Ach, jetzt sehen wir auch schon, wir haben 2 von den Woolipops. Da wird Zuckerwatte, meine ich, produziert. Da wird Wolle produziert. Da werden blaue Sphären produziert, Pfeile, Gold, Honig und Milch. So, also da ist wirklich alles drin. Ich habe die extra immer in 2er-Pärchen hier reingestellt, aber irgendwie hält sich da nie jemand da dran, wie ich das eingeteilt habe. Deswegen, ja, sagen wir mal nichts zu. Die Pals wollen einfach nicht so, wie ich will. Die haben halt ihren eigenen Willen. Die werden auch nicht versklavt. Die arbeiten so lange, wie sie halt eben glücklich sind. Mal abgesehen von den Hirsch eventuell. Der ist irgendwie in jeder Basis, die ich bisher hatte, immer erschöpft. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil, ich meine, er hat so viele tolle Betten zur Auswahl und sollte eigentlich nicht erschöpft sein. Kann Zuckerwasser essen und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss ihn regelmäßig wieder auf die Beine kriegen. Dann habe ich hier natürlich noch eine Brutstation, damit ich dann auch die Eier schnell und gut ausbrüten kann von denen, die ich hier gezüchtet habe. Und damit kommen wir dann zum dritten Platz. Den werde ich euch in diesem Video jetzt auch nochmal kurz zeigen. Allerdings noch nicht, wie er aufgebaut ist, weil dafür müsste ich nämlich die alte Base natürlich erstmal abbauen. Aber ich möchte euch den Tipp geben,
wo ihr eine richtig heftige und geile Farm findet, wo ihr Quarz holen könnt. Und zwar ist das die Geisterzinne, beziehungsweise das taucht dann auf, wenn ihr hier hinkommt. Das ist genau hier oben in dem Schneegebiet bei minus 210, 211 und 243. Hier bin ich hingekommen, als ich diese beiden hier schon freigelegt hatte, einmal rein weißer Firn und den Wegschrein ewiger Eissee. So sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Und dann habe ich hier die Gegend so erkundet und wollte noch ein paar von den Eispals fangen. Und da ist mir aufgefallen, dass es hier ein riesiges Farmgebiet von Quarz gibt. Und zwar sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quarzblöcke, die ihr ja automatisch im Endeffekt abernten könnt. Dann gibt es hier vorne nochmal einen Erzblock. Das war es auch, glaube ich. Das gibt nur einen Erzblock. Hier oben könntet ihr dann, so wie ich das jetzt vorhabe, im Endeffekt eine Palbox hinstellen. Und ihr könntet theoretisch auch noch ein kleines Häuschen oder irgendwas bauen. Oder noch ein paar Pals hinsetzen. Ich meine, das ist immer gut eigentlich. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach nur als Punkt benutzen, dass ihr da schnell hinreisen könnt. Weil wie gesagt, für mich ist es ein bisschen lästig, wenn ich hier diese Wegschreine immer benutze und immer erst hier komplett rüberfliegen muss. Das ist doch ein bisschen nervig. Deswegen möchte ich hier nämlich eine Palbox hinstellen, sodass ich direkt hier hinreisen kann. Sagen kann, okay, ich ernte das einmal komplett ab zum Beispiel. Oder ich mache meine Pals da rein. Das wird wahrscheinlich dann eher der Fall sein, dass ich mir hier ein bisschen was aufbaue. Man hat ja auch ein bisschen Platz. Man könnte jetzt zum Beispiel hier an der Stelle, je nachdem wie weit der Bereich dann letztlich geht, noch was hinbauen. Vielleicht ein kleines Häuschen mit ein paar Betten oder so. Dann Schildkröten reinsetzen. Es würde ja reichen, wenn man zum Beispiel zwei Schildkröten reinsetzen würde. Dann vielleicht hier eine kleine Farm noch hinstellen, damit auch noch dafür gesorgt ist, dass ein bisschen Zuckerwatte da ist. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was man braucht, damit die Tiere dann hier überleben können. Und dann würde das im Endeffekt auch ganz automatisch gehen. Übrigens nur so als kleinen Tipp, wenn man dann hier noch ein bisschen in der Gegend rumfliegt, ihr seht es schon im Hintergrund, hat man auch verschiedene Punkte, wo man dann nochmal Erzvorkommen hat. Das heißt, hier könnte man theoretisch dann auch noch ein bisschen was einsammeln, wenn man denn noch was benötigen würde. Ja, das ist mein kleines Video für euch. Und ich hoffe, dass ihr damit vielleicht auch das ein oder andere Neue noch gelernt habt, vielleicht einen neuen Punkt kennengelernt habt, wo ihr große Vorkommen findet, die ihr braucht, weil das Quarz gerade am Ende doch auch sehr wichtig wird und die Steinkohle ist sowieso unheimlich wichtig fürs Spiel, gerade auch für die Bälle, die ihr dann am Ende braucht, um die wirklich großen Pals zu fangen. Ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, alle zu fangen. Ich bin jetzt erst bei 103. Dafür habe ich aber schon 118 bisher gesichtet. Aber mal schauen. Es soll ja noch 4 legendäre Pals geben. Ich weiß nicht, ob die da drauf gerechnet werden oder ob die schon mit da reingerechnet sind. Das werde ich dann sehen, sobald ich die alle gefunden habe, beziehungsweise irgendwann dann auch mal alle gefangen habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, ob ihr die Stellen schon kanntet, wie ihr sie findet und was ihr damit gemacht habt. Ob ihr da ein bisschen was gebaut habt oder ob ihr ja diese Punkte einfach nur benutzt, um da schnell hin. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch für euch. Es sind jetzt 2 Tage später als ja die erste Aufnahme, die ich gestartet hatte. Ich habe das Ganze noch ein ganz klein wenig erweitert und zwar habe ich da hinten jetzt nochmal ein paar Sachen hingestellt. Hier vorne habe ich noch ein paar Felder draufgestellt. Wenn man jetzt hier unten runter geht, da habe ich dann auch noch mal vereinzelt immer wieder ein bisschen mit Abstand ein paar Sachen hingestellt, wie das Olympische Feuer heißt das, glaube ich, und so weiter. Damit, ja, eventuell das verhindert werden kann, dass hier immer wieder was spawnt. Hier vorne weiß ich noch nicht so genau, was ich hier reinmache. Ich habe schon überlegt, einen Teppich hier auszulegen oder ähnliches. Ich habe absolut keine Ahnung. Und wie ihr auch hier sehen könnt, es hat endlich funktioniert mit der Treppe. Ich habe das so gemacht, wie ich es schon mal probiert hatte, nämlich, dass ich hier unten drunter dann noch mal eine Ecke gebaut hatte. Das hatte ja ursprünglich leider nicht funktioniert. Nach einem Update, was es zuletzt gegeben hat, hat es jetzt aber endlich funktioniert. Dann hier
den Ofen, sage ich jetzt mal, den konnte ich jetzt auch noch hinstellen. Und ich habe tatsächlich alle Betten so ausgetauscht, wie ich es austauschen wollte. Und ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal noch nicht. Das Fließband für die Waffen, das habe ich auch hier oben hingestellt. Und ja, mehr hat sich jetzt meines Wissens nach nicht verändert. Ich habe ein paar Prals geändert, wie zum Beispiel den Hirsch da hinten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der ein bisschen widerstandskräftiger ist als der normale Hirsch, weil der andere war ja permanent erschöpft, solange er hier gearbeitet hat. Ich habe ein paar von diesen roten hier reingestellt, diese Wulmax. Zwei Stück, glaube ich, irgendwo schwirrt noch der zweite rum. Die sammeln auch viel schneller. Ein Anubis habe ich noch hingestellt. Es sieht jetzt zwar im Hintergrund nicht so aus, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die mehr sammeln und schneller sammeln. Nur im Moment sind die alle so ein bisschen beschäftigt. Ich musste die Anubis raustun wegen meiner Zucht im Hintergrund. Und ja, wie ihr seht, waren die jetzt auch schon gut fleißig. Und ich müsste dann auch mal meine Zuchtpartner wechseln, damit ich wieder weitere Prals züchten kann. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat, wobei es doch schon ein bisschen länger geworden ist als geplant. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.